Hallo zusammen, mit diesem kleinen Tutorial will ich euch mal zeigen, wie man mit Giants ihrer Building Array eigene Objekte texturiert. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Voraussetzung ist einfach, dass wir schon eine fertige UV gelegt haben vom Objekt. Zack, 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 zack. Sieht ungefähr so aus. Ist jetzt nur halt als Beispiel gesehen. Und ja, ich habe auch noch mal dieses Tutorial in Schriftform dann hinterlegt. Da kann noch mehr jeder in Ruhe danach lesen, falls mein Gequatsche halt nicht ja, falls es euch nicht so gefällt. Ja, aber ich glaube mal, so ein Video ist dann auch immer noch mal besser nachzuvollziehen als na, solche Bilder und ein bisschen Text. Gut, wir fangen mal an. Also das Objekt ist wie gesagt schon unwrapped. Ja, es ist ein Objekt. Die verschiedenen Shells auf der UV. Und das ist im Grunde genommen eure AU für das Objekt. Deswegen gehen wir jetzt hier runter und erstellen eine zweite UV-Map. Nennen das einfach mal Map 2. Und das, diese Map 2 ist halt die UV, die eure Specular im LS anspricht. Halt, also AO und diese ganzen Moos, Dirt und sowas. Wir bearbeiten aber nur rein die Map 1. Das gab es ja in LS 17 schon mit den Second UV. Und dann nochmal zurück. Jetzt nehmen wir unser Objekt, legen da ein Material drauf. Ihr seht es schon. Dieses Tutorial beinhaltet auch eine PSD-Datei vom Photoshop, wo die ganzen Areas von Giants aufgelistet sind. Da gehen wir auf das gerade erstellte Material, Color. Und seht hier Image, die PSD-Datei. Und hier seht ihr die ganzen einzelnen Texturen, die ihr dann auswählen könnt. Ich gehe nochmal zurück. Wir erstellen nochmal komplett neu, damit ihr das auch nochmal seht. Ich nehme meist nochmal Pong-E. Dann Color. PSD Field, das müsst ihr nehmen. Dann Image Name. Und zack. Ja, machen wir noch den Transparenz raus. So. Das wäre jetzt erstmal noch der einfachste Schritt. Oder eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wie es alle denken, aber. Ja. Jetzt öffnen wir unser UV wieder. Und fangen an, die Array zu definieren. Diese verlaufen auf der V-Achse im UV-Grid von minus 8 bis plus 8. Map 01 immer bedenken, nur verwenden. So, dann gehen wir hier oben drauf. Somit ist jetzt das UV an die Textur angepasst, weil das ja eine 1024x4096er Textur ist. So, jetzt suchen wir uns erstmal, fangen wir unten an, den Shell auswählen und da müsst ihr halt immer gucken, wie ihr eure Objekte unwrapped halt. Ich skaliere die dann immer noch mal ein bisschen nach.
geht am einfachsten, einfach hier Skal und auf der View. Genau. So. Jetzt suchen wir uns bei unserem Material was raus, was passend wäre, also Fundament, Beton in der Richtung. Gehen wir mal auf minus 8. Ja, das sollte passen. Skalieren. Also ihr skaliert immer oder bearbeitet erstmal eure Shells immer in den ersten UV-Grid, also da wo auch eure AO liegt. Skaliert es ein bisschen runter. Passt es soweit an, dass es oben unten anliegt. Ja, könnt ihr mal kurz rausgehen, gucken. Nicht, dass es so allzu verzerrt ist. Und ja, sollte passen. So, und jetzt, um dieses Shell auch dieser Textur zu geben, müsst ihr im Grid halt jetzt einfach auf die, was hat man jetzt, die minus 8, genau. Also gehen wir jetzt im Shell, im UV-Grid einfach mal minus 8 runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir uns nicht verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das war's. Also ihr seht jetzt noch nichts, aber dann im GE später werdet ihr dann sehen. So, jetzt nehmen wir uns die nächsten Teile vor. Die Wand. Würde ich sagen, nehmen wir mal eine Ziegelfläche. Jetzt geht ihr wieder auf Pong. Und suchen wir uns eine Ziegelwand aus. So. Da haben wir sie. Hier sei immer noch dazu gesagt, diese Flächen sollten, ich glaube, Giants hat mal irgendwas gesagt, von 2 Meter mal 2 Meter ungefähr sein. Also 1024 Pixel sind ungefähr 2 Meter Texturfläche. Man kann ja auch immer noch ein bisschen skalieren und zurechtschneiden. Jetzt schneiden wir mal, hier machen wir jetzt einen Cut. Cutten diese Sache. Flippen sie einmal und legen sie dann so wieder an. Somit sind die zwei Edges, trotz dass wir sie gecuttet haben, geflippt, sind sie dann wieder hier oben zusammen. So, einmal wieder skalieren. Und schieben diese auf passende Größe. Wie gesagt, beim Skalieren müsst ihr halt immer ein bisschen probieren. Das macht ja jeder dann auch unterschiedlich, wie groß die Backsteine sein sollen oder wie ihr euer Objekt aufgebaut habt. Ja. Ein Stück runter. Jetzt nicht verwundern, weil ich ein komplettes Objekt habe, wird immer die aktuelle Array auf den kompletten Objekt dargestellt. So. Welche hat man jetzt? Das war die minus 4. Also gehen wir im Grid 1, 2, 3, 4. Haben wir die Wand fertig. Das gleiche gilt beim Dach. Ich mache immer bei den Dächern so, dass ich die Oberseite halt mit Ziegeln oder mit der Dachfläche mache und die Unterseite mache ich meistens eine Holzverkleidung oder irgendwas da drunter.
Weil von unten sieht man ja eigentlich die Ziegel nie. Hat man das erstmal hier. Nehmen uns das oberste. Ja, können wir gleich beide nehmen. Wieder das Material. Color. Und suchen wir uns eine Dachtextur aus den Array raus. Wir sind zum Beispiel die normalen Hausdächer. Ja. Nehmen wir mal hier die. Wir haben Skalen. Das kleiner machen. So, bei größeren Dachflächen natürlich einfach ein bisschen mehr unterteilen, einzelne Face, und da kann man die dann auch relativ nahtlos aneinanderlegen danach. So, jetzt nehmen wir uns die Dachunterseite, gehen wieder aus, suchen uns Bretter in der Richtung. Ja, nicht die. Ja, die sehen gut aus. Und ach halt, stopp, siehst du, da war schon der erste Fehler. Mal zurück. Wo waren wir jetzt? Nicht immer nicht vergessen, die Shells immer gleich in die richtige Grid zu verschieben. Das haben wir jetzt die 3, also gehen wir 3 hoch. Wir sind hier schon in der 1er, also brauchen wir noch 2 hoch, 2, 3. So, jetzt kommt die Dachfläche. Ja, die hat man. Schön. Passen sie noch ein bisschen an. Mal von hinten gucken. Sollte ja so passen. Shell auswählen. Wir müssen in den Bereich 7 plus hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und jetzt noch die Balken vom Dach. Könnt ihr noch mal gucken, wie ihr eure AO legt, ansonsten halt noch mal kurz drehen. Jetzt kamen wir die auf 4. Könnten wir sogar noch mal, oder? Ne, lassen wir es so. Suchen wir uns passenden Dachbalken. Ihr müsst ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass halt ihr diese Textur nimmt, wenn ihr über diese von UV-Grid zu UV-Grid geht, dass die halt fortlaufend sind. Aber diese grundlegenden Sachen sollten ja bei jedem bekannt sein. Wir könnten mal hier nochmal eins hochgehen. Ja. Also bei den Skalen, da muss halt wirklich jeder für sich selber wissen, wie er es am liebsten macht.
und wie die Textur am besten dann darauf zu sehen ist. Ja, so soll es aber eigentlich. Ja, das passt schon. So. Noch schnell rechten Bereich schieben. Wir waren jetzt bei 6. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Schon haben wir es geschafft. Jetzt, das passt. Ich nehme am meisten immer, wenn ich fertig bin mit dem Objekt, Rechtsklick, machen wir das Material. So, damit die PSD-Datei raus ist, und sonst kann es sein, dass der GE mal ein bisschen rummeckert. Gehen wir nochmal hier ein. Objekt matt einfach. So was. Das können wir schon zumachen. Jetzt machen wir einen Export. Hier rein. Beispiel Objekt. Das habe ich jetzt schon mal vorhin schon gemacht. Gehen wir Nummer 2. So. Jetzt öffnen wir den Giants Editor. Import Teil 2. Haben wir schon mal das Objekt. Jetzt ladet euch diese Building Array definitiv aus dem Spieleverzeichnis, weil sonst pflegt ihr sinnlos eure eure Mod-Zip durch die Größe der Datei halt wieder auf. Maps, Texturen, Europäen. Ah, nicht wundern, es wird erst rot. Jetzt machen wir die Close Map rein. Danach noch die Normal. Wenn dieser Fehler kommt, müsst ihr einfach oben auf Shapes gehen und Tangenz anklicken. Schon ist das Objekt wieder da. Die Emissive Map mache ich meistens mal raus. Und nun machen wir noch den Building Shader rein. Alles immer schön aus dem Install-Verzeichnis laden, das spart euch Platz, und wenn Giants ein Update macht, habt ihr halt meistens dann immer gleich die aktuellen Dateien immer mit drin. Den Shader rein, dann bei Variationen, Textur Array. Und schon habt ihr die Textur, so wie wir sie in Maya erstellt haben, draufgelegt haben, auf eurem Objekt. Unten gucken. So, und jetzt kommt noch die AO dazu. Da ja die Close Map jetzt immer die Informationen von den Texturen enthält, also Spiegelungen oder wie weit es glänzt und so weiter, wird jetzt die Specular, wo dann auch Moos und Dirt und sowas, oder die hauptsächlich die AO drin ist, hier unten unter Custom Textur 0 reingetan. Die hatte ich mir schon vorher gebacken. Eine einfache AO, so wie sie auf der Map 2 zu sehen war in Maya. Und fertig.
Machen wir noch das Licht an. Wie gesagt, ist noch nicht ganz perfekt hier die Kanten, da hätten wir ein bisschen mehr ziehen können, aber für ein kleines Tutorial wird es ja jetzt so erstmal reichen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial helfen. Wenn nicht, wie gesagt, es gibt noch was zum Nachlesen mit Bildchen und ein bisschen Beschreibung und warum ich das überhaupt gemacht habe. Ja, danke fürs Zuschauen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Tschüss mit Ü!